So, hallo. Da bin ich wieder. Wartet mal, ich gieße mir noch schnell was zu trinken ein. Sag mal, ich habe ich euch doch aber nicht zurückgelassen, oder? Sag mal, wie bin ich denn hier? Warum ist da oben ein Vogel? Habe ich. Oh Gott. Ich war in der Pause und der Vogel hat mich, I guess, angegriffen und hier runtergeschubst. Okay, gut. Okay. Natürlich passiert mir wieder sowas. So. Apfelsaft leer. Ich habe mir nämlich heute Apfelsaft gegönnt. Ja, gut, ne? Ja, ne? Ich mach Spiele kaputt übrigens. Hallo. Wenn ihr Spieletester braucht und so, ne? Ich finde jeden Bug. Ich mach alles kaputt. Das ist mein Hobby. Schön, ey. Bitte? Darf ich jetzt hier wieder hoch? Ja, da ist plötzlich einfach ein Vogel. Und jetzt war er weg. Er hat sich aber wegteleportiert. Der Spiel mobbt gerade. Das ist ja frech. Da geht man hier ganz entspannt in der in die Pause und dann wird man hier einfach runtergeschubst. Du auch noch. Komm her. Halunke. Oh, da ist noch ein Vogel. Diese blöden Burps, ey. Wo bist du hin? Oh Gott, es sind sogar zwei. Oh, stimmt, ich habe ja den Helm und die Schultern jetzt davon. Oh, aua. Das sehe ich ja jetzt erst. Weil die halt ja so zusammenpassen. Stimmt, dann haben die doch nochmal einen Extra-Effekt gehabt. Irgendwas war doch da. Man braucht irgendwie zwei Teile, damit die irgendwie einen Extra-Effekt haben. Ja, hier Schulter des Markus und Helm des Markus. Hier, Rüstungssynergiebonus. Deine Ausweichmanöver teleportieren dich über eine kurze Distanz, wobei es einfacher wird, gegnerischen Angriffen auszuweichen. Geil. Finde ich gut. Nehme ich. Nee. Oh, stimmt, ich kann ja gar nicht schießen. So. A welcome find. Ja, sollen wir da eigentlich mal rein? Ach stimmt, das wäre der Weg an sich gewesen. Wir sind nur einmal so rumgelaufen. Okay. Na dann. That's the entrance Young was talking about. Das ist hier einfach nur Licht. Okay. Hier ist sonst nichts.
Oh nein, ich habe keins mehr, ne? Ja, ich soll da lang, aber ich habe keinen Pulverfass. Pulverfass. Und die kann ich nicht mitnehmen, lustigerweise. Dann muss ja hier irgendwo ein Pulverfass sein. Was war das? Na, wir sind nämlich hier lang gekommen. Ich bin ja dann aber da hinten einmal rum. Pulverfass. Da oben liegt auf jeden Fall Loot. Da ist das Pulverfass! I see you. Nee. Habe ich so nicht hin. Aha. Auf jeden Fall das Pulverfass gefunden. Aber wie kommt man denn da am besten hin? Ja, ich brauche das Pulverfass da hinten. Ich nehme mich mal mit. Leuchten. Ha. Wo ich denn da hin? Ich kann mich ja nicht hochschießen. Ich würde mich aber rüberschießen. Da ist ja noch einer. So. Kann hier nicht einfach eine Leiter dranhängen? Ach Mann. Ha. Kann ich die Tür aufmachen? Auch nicht einschlagen? Scheibenkleister, wie komme ich denn da hoch? Weil so hoch komme ich halt nicht. Autsch. Das ist halt das Problem. Ich komme ja, wenn ich aus dem Riss rausgehe, komme ich gar nicht so hoch, dass das funktioniert. Oder? Oh, einfach der normale Sprung. Okay. Den geht's ja doch. Also nicht mit dem Boost-Sprung aus dem Riss raus, sondern der normale. Okay. Okay. Ja, aber ich dachte gerade so, hey, ich muss auch irgendwie hochkommen halt. Ja, aber so halt dann.
Okay. Dann habe ich es doch rausbekommen. Stand back this time, all right? Clear! Jo. Wo müssen wir denn hoch eigentlich? It seems they underestimated the dead they were trying to contain. Couldn't have been dead. These are shot wounds. Was haben wir hier? Handmörser. Dieser Mörser feuert in hohen Bogen eine Granate ab, die in einem Radius von 6 Metern explodiert und alle von der Explosion erfassten Gegner Schaden zufügt. Oh. The Coalition gun. How in the pits did that get here? Auch interessant, aber auch nur eine Granate, ne? Come on, then. Ja, das Spiel will eigentlich, dass ich es hier jetzt ausprobiere. Habe ich auch gar nicht. Oh, da ist noch so ein großer. Perfekt. Wenn nicht ganz so perfekt, ich habe Schaden gekriegt, aber das ist okay. On your guard. Aua! Gibt's ja auch noch solche. Wo kommen die mir denn bekannt vor? So explodierende Zombies. Die kommen mir aus irgendeinem anderen Spiel bekannt vor. Aus Dying Light 2? Da gab's auch solche. Ach komm, und da ist wieder so eine. Eine Fahne. Ich hab gern hier so einen Speicherpunkt. Müsste da oben einer sein. Und wir sind nebenbei wieder runtergefallen. Ich hasse es so sehr. Oh, da unten ist ja auch noch eine Spinne. Geh weg. Deibel. Das hört sich nicht an wie Steine, die kieseln, sondern. Oh Gott, hab ich mich gerade von Enki erschrocken. Das hört sich an, als ob da unten noch eine fette Spinne wäre oder sowas, die die ganze Zeit so macht. Oh. Aber da unten ging es halt, also es ging da halt runter, ne? Oh, hier sind überall eklige Geräusche.
find. Ich höre die ganze Zeit immer so. So eine Spinne, die nur auf mich wartet, also dass sie mich fressen kann. Hä? Giddy Fui. Und unten ging es ja jetzt auch lang, und, aber wir sind nach oben. Ha. Würde ich eigentlich noch mal runtergehen, glaube ich. Aber da ist halt der Speicherpunkt. Der wäre halt ganz nett. Hm. Ja, okay, ich gehe hier noch mal gucken. Vielleicht ist da auch einfach eine Kiste. Oder was zum Abbauen. Hier, ganz easy. Schwefel. Hätte ich ja nur ein Stückchen weitergehen müssen. So, einmal hier rüber. Da haben wir nichts zu looten. Da oben auch nicht. Und jetzt ja einmal weiter. Ja, deswegen bin ich gerade weggegangen. Na? Jetzt aber, wenn du denen zu nahe kommst. Mhm. Ui. Da hinten ist ein Ahne. Da geht's unten noch rein. Geht aber auch hier hoch. Oh Gott. Nicht hier hoch? Ich müsste hier hoch für den normalen Weg, glaube ich, oder? Oder auch nicht? Nein, da ist so ein Teleportding da hinten. Und hier ist so ein Speicherpunkt. Nice. Okay. Ja, dann würde ich hier nämlich rasten. Auch wenn ich die jetzt direkt wieder nochmal besiegen darf. So, was haben wir hier eigentlich? Fertigkeiten. Genau, das Verspotten hätte ich gerne gehabt. Der Rest reicht nämlich nicht so. Auf was gehen wir als nächstes? Festhalten. Enki hält automatisch gepanzerte Gegner im Kampf fest und zermürbt sie dadurch. Je größer die Gefahr, in der du dich befindest, desto häufiger kann er diese Fähigkeit nutzen. Oh. Okay, cool. Ja, das hier mit den Schwarzpulverladungen. Ich glaube, da würde ich gerne hin. 5-5, okay. Bin wieder da. Jetzt erstmal noch ein bisschen lüften, weil beide Katzen einen Haufen gemacht haben. Oh nein, nachdem ich die Klos geleert habe. Oh, das ist doch immer so, oder? Mit Katzen. Du machst gerade das Klo sauber und dann denken die sich, geil, ist wieder frisch. Erstmal reinscheißen. Oh Mann. Super. Ja, jetzt ist der da hinten nämlich wieder da. Ohne. Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nicht mit dir zusammen runterfallen.
Ja, und hier lang, das wäre der normale Weg. Ah. Es ging vorhin noch weiter. Oh, vor allem da geht's auch noch lang. Erstmal aktiviere ich dich. Oh, damit kommt man jetzt natürlich auch wieder schneller runter. Blöd, sie stehen da jetzt natürlich alle wieder. Jetzt einfach. Stimmt, da hinten ging es ja auch irgendwie noch kurz lang. Ha! Hm. Da muss ich doch nochmal runter. Aua! Du bist da gerade gespawnt. Das habe ich doch gesehen. Autsch. Das hat das Fass noch nebenbei zum Explodieren gebracht. Das ist ein bisschen uncool. Wenigstens haben sie es gemacht, bevor ich ins Bett gehe und die Fenster zu sind. Ja, das stimmt. Immerhin etwas. So. Stell dir mal vor, die Fenster wären halt zu und dann wären die gegangen. Und du wärst schon am Schlafen. Ui. Es gab hier nur Holz. Dein fucking Ernst. Ja, dann gehe ich da nochmal ganz hoch. Da hinten. Den ganzen Weg gemacht nur für Holz. Ja, okay. Ich brauche ja das Holz zum Upgraden. Von daher ist schon okay. Irgendwie... Aber trotzdem. So. Hier lang, da lang. Jetzt war die Frage. Hier wieder hoch. Da wieder lang. Und jetzt muss man da oben irgendwie hinkommen. Aber das ist der Weg hier runter. Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Oh Gott. Nee, da sind nur Holzbalken. Da kann ich nicht weiter hoch. Hm, dann ist das ein späterer Checkpoint. Dann darf ich den noch nicht machen. Gehe ich jetzt aber auch noch nicht heilen. Warte, war ich jetzt da oben schon drin? Nee, ne? Das passiert sogar öfter, als man denkt. Oh nein! Immer, wenn ich mich gerade hingelegt habe, war heute also nicht so schlimm. Oh je. Ach schon, ja, das ist der Punkt da hinten, wo ich mich gerade heilen konnte und rasten. Ja, okay, dann geht's jetzt so. Hier hoch. Ja, nicht so. Warte. Dann nehmen wir das. Machen wir es so. Oh nein! Oh, du Pupskopf! Steht ja da und explodiert einfach. So. Jetzt, ja. Ja, wir sind fast gleich hoch wie vorher.
Vielleicht sogar noch ein bisschen niedriger. Da ist halt noch ein Ahne, ne? Ich würde ihn gerne angrabbeln. Der mit auf der Karte drauf? Ja. Naja, immerhin. Der gibt halt Bonus-Stuff. An interesting find. Ja, es geht hier auf jeden Fall höher. Oh. Oh wow, als ob der mich getroffen hat. So, das Spiel möchte, dass ich da wieder rausgehe. Dann gehe ich hier erstmal rein. Oh Gott, das war keine gute Idee. Oh Gott, das war überhaupt gar keine gute Idee. Oh Gott, hier sind überall Explosivfässer. Oh Gott. Warte mal. Oh Gott, schnell da raus. Hat's den anderen mit kaputt gemacht? Das wäre schön. Ja, sieht so aus. I'll just take this. So. Du bist jetzt ja auch bitte kaputt, danke. Da ist eine Truhe. Oh, ich liebe es. Bei den optionalen Wegen hast du eigentlich immer irgendwas, was du findest. Entweder ist es eine Truhe oder es sind Materialien irgendwie, die du brauchst zum Upgraden. Ja, es ist schon cool. Abprallbüchse. Diese Büchse verschießt eine abprallende Kugel, die mehrere Ziele niederschlagen kann und pro Abprall plus 25% Schaden verursacht. Oh, die macht immer mehr Schaden, umso öfter sie abprallt. Oh. Auch cool. Will ich gegen dich kämpfen? Da ist noch einer. Und das Spiel zeigt mir halt auch immer liebevoll von wegen, hier, du hast eine neue Waffe, der ist ein kleines Gebiet, wo du sie ausprobieren kannst. Was ich nie mache. Weil andere Waffen ausprobieren ist, ich bin an meine gewöhnt. Ich will keine neuen. Oder so. Die gefällt mir vom Hörensagen halt noch nicht besser als meine. Ich glaube, das ist. Das ist, glaube ich, der gute. Ja, das ist ein Punkt. Ich fühle das so. Ja, ich bin halt mit meinen Waffen einfach sehr zufrieden. Und die hören sich halt alle noch nicht geiler an als das, was ich habe. Wahrscheinlich ist die Waffe, wenn man sie auflevelt, richtig OP. Aber Und Hallöchen, das letzte Schnabeltier. Ich meine, wir können ja mal gucken. Ich bin ja nicht so. Und die kann sich sogar wechseln. Aber welche habe ich denn gefunden? Dönerbüchse. Das ist meine. Das war so eine. Ja, siehst du, das sind sowieso dann immer nur diese Dreierschussdinger. Das sieht aber auch schon gefährlich aus, das Ding. Wir können es ja mal mitnehmen. Ich bin ja nicht so. Und das ist der Handmörser.
Ja, dann, Mann, ich drücke schon wieder die falschen Tasten. Jedes Mal dasselbe. Dann können wir hier aber die normale, glaube ich, wieder raufpacken. Dann haben wir sie im Wechsel halt. Dann gucken wir halt mal. Nehmen wir die halt mit. Und die haben auch jeweils Schuss. Verschiedene Schuss. Ich dachte, das ist dieselbe Anzahl, aber nicht. Okay. Das ist auch echt, also ganz oft so, also wenn ich eine Waffe mag, so wie die halt ist und wie ich mit dem Spielen mit der klarkomme, dann will ich die meistens auch nicht auswechseln. Auch wenn die dann von den Stats deutlich schlechter ist als andere teilweise. Aber ich denke mir immer so, ich komme mit der so gut klar, die ist toll. Vorsicht vor dem Pionier. Achtung. Flüchtige der Koalition. Angeführt von einem Pionier sind in die Manufaktur eingebrochen. Nähert euch vorsichtig und nur in Gruppen. Unehrenhafter Kampf ist erlaubt. Aha. Aha, aha. Aber hier nehme ich noch einen Speicherpunkt. Ey, das holt man mit Skill alles wieder raus. Ja, ja, genau. Oder man meckert die ganze Zeit, dass das Spiel zu schwer ist. Und fragt sich, warum. That's better. Oder das. Oh, mir ist das bei... was war das? Das von den Rick and Morty-Machern, das... mit den Aliens. Ich habe den Namen vergessen, wie das Spiel heißt. Shit. High on Life. Richtig, danke Motte. High on Life war es. Richtig, da ist es mir passiert. Man konnte halt Upgrades kaufen für die Waffen. Und die musste man aber in die Waffe noch einsetzen. Ratet, wer sie nie eingesetzt hat und immer nur gekauft hat. Ich bin bis zum Schluss mit den Anfangswaffen rumgelaufen. Nun, ne? Ich hab's einfach vergessen. Ich hab die halt so gekauft und normalerweise hast du sie halt in Spielen dann einfach und ich hab die einfach dann nicht ausgerüstet. Das war so, was, ausrüsten? Nö. Geht schon. What's wrong? Places like this remind me of things I'd rather forget. Gus would tell me fear's like a tiger. It only pounces if you turn from it. Ah. Aber Ingi hat ein bisschen Angst. Ja, weiß ich nicht. Ob ich das dann gut finde. Da hinten ist so ein Teleportgedöns. Siehst du mal, wie krass du bist. Ey. Und ich habe mich dann bei anderen gewundert, dass die Waffen halt andere Farben haben. Und ich dachte so, hä? Warum hat denn deine Waffe eine andere Farbe? Meine war immer gelb. Und die dann irgendwann so... Ja, ich habe da ein Upgrade drin und dann hat sich halt die Farbe geändert. Ich so, wie die Upgrades musste man ausrüsten? Das war nicht einfach drin, das muss man... Oh, oh. Ja, wusste ich. Klar. Oh nein, wir brauchen wieder Pulverfass. Ja, gut. Hier ist er wieder so, guck mal hier, Pulverfass, geht nicht, toll. Kommen wir doch bestimmt dann irgendwie nach da oben. Ist mir hier zu ruhig. Cool. Oh Gott, Enki! Der sieht da ein bisschen sehr blutig aus. Du da auch. Das, Hi! Ich hoffe, du bewegst dich nicht mehr. Aber du hast ein Schwert im Rücken, also... Ich habe bei solchen Leuten immer noch Angst, dass die irgendwie warum auch immer noch leben und mir dann am Fuß krabbeln oder sowas. Und dann so ihre letzten Griffe machen, so...
Okay, das haben wir. Das Schwarzpulverfass haben wir noch. I'll just take this. Genauso bei Tutorials. Ach, wer braucht das schon? Ich schaff das ohne. Ja. Das habe ich aber ganz oft eher denn bei... Oh, mein Controller hat hier gerade irgendwie vibriert und ich weiß nicht warum. Ich habe das ganz oft bei Tutorials, die halt zu lange gehen. Irgendwann driftet meine Aufmerksamkeit halt dann weg. Dann denke ich mir immer so, ja, das wird schon. Let's go. Und danach ist dann halt, nee, okay, ich hätte doch das Tutorial gebraucht. Aber es ging immer so lange und dann driftet meine Aufmerksamkeit halt einfach komplett weg. Perhaps someone is attempting to break out of the factory. We're nowhere near an exit. This looks more like a break-in. Hm. Das hat vibriert gerade, glaube ich. Und später dann so, das hat mir aber niemand gesagt, ja. Ja, oder man ist halt so wie ich und man vergisst einfach Sachen instant wieder. Dann ist halt auch so, so da erinnere ich mich nicht dran. Da, das hatte ich bei Legend of Zelda Wind Waker hatte ich das. Da wurde mir am Anfang des Spiels irgendwann mal eine Mechanik erklärt. Und guess what? Ich habe die mitten im Spiel irgendwann einfach vergessen. Und ich war dann so, da erinnere ich mich doch nicht mehr dran. Das ist 40 Spielstunden her, wo mir das erklärt wurde. Als ob ich das noch weiß. Aber ich bin gerade zurückgelaufen, ne? Ja. Da wurde irgendeine Mechanik recht früh am Anfang einfach erklärt. Und ja. Die habe ich nach 40 Spielstunden halt einfach vergessen. Das war dann so, ja, nee. Daran erinnere ich mich nicht. Deswegen ist das so schön, wenn du Spiele hast, wo du einfach die Steuerung nochmal nachgucken kannst. Also, was du wie, wo, mit welchen Tasten machen kannst. Das ist dann super. Super angenehm halt. Passiert so oft. Das hatte ich bei Tears of the Kingdom. Dieser Deckensprung. Einfach instant vergessen und voll gestruggelt. Oh Gott, ja. Dieser Deckensprung, dass du unter Sachen durch kannst und dann so hui, hoch. Ja. Das hatten, glaube ich, viele. Ich habe ihn recht häufig benutzt, zum Glück. Dann konnte ich ihn nicht wirklich vergessen. Dafür hatte ich bei anderen Sachen dann eben Probleme. Es ist... Aber das sind dann einfach so Sachen, die du dann halt wenig benutzt oder bisher dann gar nicht benutzt hast und dann nie gebraucht hast und dann irgendwann ab einer Stelle brauchst du es aber. Und dann sind aber auch schon irgendwie 40, 50 Spielstunden vergangen. Und du denkst dir so, hä? Wie mache ich das denn? Und Chat ist dann aber auch immer so, ja, aber das wurde dir am Anfang des Spiels erklärt. Und ich denke mir so, ich spiele das Spiel schon 100 Stunden, keine Ahnung. Das weiß ich doch nicht mehr. Stand down, or my last shot goes in your eye. Was? Luca. Last one you'll ever fire, Trent Filler. Have it your way. Er redet mit mir. Son of a... Ich sehe dich nicht. That's enough out of you. Ich höre dich nur, aber ich sehe dich nicht. Nee. Au, da ist ein Riss. Oh. Aber da kann man doch Sachen... Oh, und der da hat, glaube ich, mit mir geredet. Warte.
Okay, hier ist nichts. Wäre da unten noch was gewesen? Nee, sieht nicht so aus. Uiuiuiui. Ich glaube zumindest, dass der das war, der mit mir geredet hat. Geht's aber auch sonst nicht lang. So. Ah, und so sind wir wieder hier. Sind wir wieder hier? Waren wir hier schon mal? Wir waren hier noch nicht, ne? Nee, wir waren hier noch gar nicht. Ich dachte erst, wir sind an dem Ort davor wieder. Eine neue Schnellreise verfügbar. Ich wollte gerade sagen, der leuchtet ja sogar noch so. Fancy schmancy. Ich hab sonst nichts. Okay. Aber wir haben das Fässchen. Bohal will break you on the rack for what you've done, French filler. Rack's too good for him. Maybe the pincers. Oh. Hast du mit mir geredet gehabt? No. Nee, Luca, da, der war das. Souls below, am I glad to see you. How bitte nicht sterben. Thanks to Enki. Enki? Is that what you call it? I guess I should thank you both. Pity me, Luca. What happened to your face? Nothing. Powder burn. Impossible. Did Enki say something? He said you're so full of it, your eyes are brown. What is it? It looks worse than it is, honest. Listen, the judges have gone mad. The Coalition sent me here to get help, and they put me in chains. I was going to escape, but then I heard they'd been rounding up the workers. I had to help them fight their way out. I'll take it from here. You go find Baz. He set up camp not far from here. Baz is alive. Yeah. Thank mercy. I'll meet you there. Just let me rest a moment. Ja, aber mach nicht die Augen zu. Nicht einschlafen und sowas, ne? Hauptsache, hier steht, weißt du, hier sitzt random einer, weißt du, er da halb am Verrecken und hier sitzt einer. Willst du mit mir spielen? Lass mal eine Runde Sebo spielen. Sitzt einfach hier und guckt zu. Up for some Sebo, Soldier? Da, siehst du, willst du eine Runde Sebo spielen? Nee. Das ist so schön. Ach, Mann, Mann, Mann. Geht's da hinten noch lang? Geht es? Luca had the stink of magic about him. He could now. Not him. You saw his face. Gestunken. Those that dabble with the powers of the great below are always marked by them. There has to be some other explanation. Oh, er wurde gebrandmarkt. Deswegen sind es auch keine Pulververbrennungen. Oh. Did you feel that? Okay. Impressive. Da geht's auch lang. Das wäre einfach nur eine Runde rum gewesen, oder? Ja. Okay. Souls below, the powder reeks. Mhm. Incoming. Wir fahren jetzt so hoch. Okay. Ja.
hier ins Trickwasser. Hm, yum, yum, yum. Was? Die Spiegelung war gerade komisch, aber okay. Oh, ich muss da jetzt so hochklettern. Oh Gott. Okay. Oh nein, da wäre so ein Bobbel gewesen. Zu dem muss ich, glaube ich, erst. Oder? Oh, da komme ich gar nicht hoch. Vielleicht nicht. Warte mal. Ha! Das geht bestimmt auch anders, aber ich hab's jetzt so gemacht. I took it to the roof. What for? Winter's coming. Snow and rain can soak the powder, make it worse than you think. At least it's a way out. Leiter klettern. Okay, Leiter klettern. Die wurden hier sogar gefangen genommen. Da ist ein Elefant! Juhu! Da sind ganz viele Elefanten. Oh, nice. Sieht schon ein bisschen auch beeindruckend aus. Hui! Mit den ganzen Fässern hier und den Elefanten dann. Das ist schon beeindruckend irgendwie. Oh, ein bisschen explodierender gewesen. Das habe ich zu spät gesehen. Du auch. Da hinten hängt noch Loot im Regal. Warte. Ist ganz schön dunkel hier. Was ist das? Da hinten hängt auch noch Loot. Da. Das ist nur eine Leiche quasi. Was geht da denn noch? Komm ich denn nach da? So hoch komme ich nicht. Oder kann man das noch mal ziehen? Nee. Hat's hier irgendwo anders schon mal einen Hebel gegeben? Ist hier irgendwo ein Hebel? Das ist nur die Leiter oben und unten. Ja, aber ich komme ja nur noch da. So weit rüber komme ich doch da hinten gar nicht. Glaube ich zumindest. Ich komme noch niemals bis da rüber.
Okay, ich habe nichts gesagt. Ich komme doch bis darüber. What? Das sind manchmal Entfernungen, da denke ich nicht, dass die das schafft. Ich glaube, ich muss ihr mehr zutrauen. Das hatte ich mit Nathan Drake auch bei Uncharted, dass ich dem irgendwie nie so viel zugetraut habe, wie er kann. Das ist mir so oft passiert. Ah. Für mich ist jetzt leider schon ins Bettchen. Wünsche dir eine gute Nacht und viel Spaß. Danke für den Stream. Bis bald. Dankeschön, Mathe, dass du da warst. Und schlaf gut. Hab noch ein schönes Wochenende vor allem. Und wir aktivieren hier jetzt nochmal das. Und das passt ganz gut. Denn ich würde auch eine ganz kleine Pause machen. Jetzt kommen wir nach da. Oh, jetzt kommt man hier halt so easy hoch quasi. Okay. Ja. Dann machen wir hier nämlich auch mal eine ganz kurze Pause. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich hab Bock auf das Spiel. Es macht so viel Spaß. Bis gleich.